Hier geht es mit einer neuen homoerotischen Folge The Forest. Die beiden Höhlenforscher und Grottenliebhaber Quantum und Kies sind wieder unterwegs in den Tiefen. Nicht wahr, Quantum? Grottenliebhaber? Dort, Grottenliebhaber. wo es feucht ist? Wo es feucht ist. Feuchthöhlenforscher. Oh, das mag ich. Ich ich forsche weiß, gerne. ich weiß. Du forschst gerne in feuchten Höhlen. War da vorne jetzt nicht ein war Monster? Doch ja, da war ja irgendwas richtig Derbes. War da nicht so ein Altar? Wir werden es töten. Wieso willst du es töten? Vielleicht können wir mit ihm reden und der kann uns helfen, von der Insel zu kommen. Ich denke nicht. Ich verstehe kein. Siehst du das da hinten? Wo ist er denn? Ach, siehst du die Leiche da hinten? Siehst du sie? Ja. Ist ganz, ganz merkwürdig. Da vorne rechts ist er. Rechts? Ja. Moment, aber links ist auch irgendwas. Ich höre irgendwas links schwer atmen. Nee, rechts ist der. Oh nein, die hängen an der Decke. Schau mal nach oben. Was zum. Was? Da oben an der Decke. Da hängen sie. 3 Stück. Oh, das ist nicht. Das gut. Ist gar nicht gut, Quantum. Da ist der Typ. Sollen wir ein bisschen das herlocken? Ist absolut. Besser wär's, ja. Okay, er kommt? Ja, nee? Doch, er kommt, okay. Okay, du weißt, der ist ziemlich heftig. Ah! Renn nach hinten! Burn! Ich muss ihn sprengen! Ich hab ihn nochmal angezündet. Er passt nicht durch das Ding. Der Schlong ist im Weg. Beschimpf ihn! Du fiese Sau! Oho! Ganz böser Junge! Warte, ich gebe ihm nochmal. Alles klar, ich geh mal hier so von oben drauf. Ich treffe ihn nicht von oben. Oh, der da hinten, die kommen. Ah, verdammt. Ihr Meister ruft und die Sklaven kommen. Aber wenn sie nicht durchpassen, außer sie springen, das wäre natürlich schlecht. Also die anderen sind auf jeden Fall deutlich agiler. Okay, der eine brennt. Oh, sie passen alle nicht durch, weil das der andere im Weg ist. Ich glaube, der schlägt jetzt auch seine Freunde tot. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Ah, Mist, ich habe keine Uhr. Oh nein, er ist durch. Oh, scheiße. Hast du eine Uhr? Hast du eine warte, Uhr? Warte. Oh, ne, er rennt wieder zurück. Was ist denn? Ne, Uhr, ne. Kommt nicht durch. Ne, hab ich nicht. Doch. Ah, verdammt. Hast du einen oder nicht? Ja, hab ich. Dann bau eine Bombe und wirf sie ihm volle Kanne in die Fresse. Warte, Bombe war. Ach, scheiße, was mach ich denn alles? Uhr, Kleingeld, Alkohol, Elektroteile und ich glaube, das war's. Uhr. Ja. Oh, er ist tot. Achso. Er ist verbrannt. Jetzt habe ich die Bombe fertig. Dann spar sie dir. Da unten kommen bestimmt noch schlimmere Gegner. Dass man hier gar nichts bekommt, ne? Da ist noch einer, oder? Kein Loot, 2 müssen hier noch sein. Oh, 2 sind hier. Aber spar dir die Bombe, das sind nur die kleinen. Komm her, nackter, schwarzer Mann. Ich zeig dir mal einen richtigen Knüppel. Was ist an meinem Knüppel? Wow. Was? Ab und zu muss man eben strenge Grenzen setzen. Wieso rennst du denn weg jetzt? Naja, er sieht, was wir mit seinem großen Freund gemacht haben. Würdest du dann nicht wegrennen? Was ist? Jetzt, geh drauf! Geh weg! Burn. Ich weiß nicht, dem geht's gut. Der steckt jetzt ziemlich gut weg. Nee, der zuckt. Schau, wie er zuckt. Nein! Jetzt zuckt er. Und ich glaube, jetzt ist er tot. Perfekt. Liegt er bei dir auch so merkwürdig? Das war eine richtige Vergewaltigungspose. Was ist denn jetzt? Wo sind die Belohnungssachen? Wahrscheinlich da drüben. Guck doch mal hier. Der große Altar. Echt jetzt? Echt jetzt? Das ist alles? Eine Uhr, Lappen und... Was? T-Shirts? Ein Lappen? Geil. Wow, toll. Ein nackter Mann. Das ist großartig. Wieder großes Glück. Er scheint Asiate zu sein. Das ist deren ihr Gott. Wahrscheinlich, weil er ein Gehänge hat. Die anderen haben alle kein Gehänge. Sie nannten ihn Dreiarm. Oh mein Gott, sie verehren den Penis? Wahrscheinlich schon, oder? Ich meine, wenn du keinen Penis hast, willst du umso mehr einen Penis. Also jede Frau will einen Penis? Also jetzt nicht so, also ich meine jetzt an... Ich glaube, Frauen wollen auch Penisse. Die sagen doch immer, oh, ihr habt so gut, ihr könnt im Stehen pinkeln. Und das stimmt, wir haben es wirklich verdammt gut. Darum geht's im Leben? Ich denke, ja. Ist das der Sinn des Lebens? Hier links geht's runter, ich meine, wenn man mal so ein bisschen logisch darüber nachdenkt. Guck mal, hier drüben geht's auch noch hin. Links war auch was? Ich meine, jeder regt sich auf über Schwule, aber regt sich irgendjemand über Lesben auf? Nein. Ja gut, das regt sich doch nur interessiert, aber absolut kleine Jungs auf darüber. Ja, aber trotzdem auch so in der Politik, oder? Ich meine,
Lesben interessiert einfach niemanden. Das ist ganz schön diskriminierend. Wir sollten... Alle sollten gleich gehasst werden. Finde ich auch, ja. Ich finde, alle sollten gleich gehasst werden. Waren wir hier nicht? Ich weiß nicht. Hier sieht alles absolut gleich aus. Oh mein Gott, ich habe einen Hunger. Echt? Hast du einen Snickers? Nein. Shit. Doch, doch ich habe noch was. Warte. What the... Ich habe meine Axt verloren. Ah, ne, hier ist sie. Ich habe aber meinen Knüppel verloren. Oh mein Gott, hier liegt jemand auf dem Tisch. Was? Wo? Ach du Scheiße. Was ist denn hier? Wow, jede Menge Bargeld. What the fuck, money? Oh, hier drüben ist Essen, wenn du es haben willst. Ich nehme das ganze Geld. Ich sehe ganz viele Uhren. Siehst du hier rein, wie viele Uhren hier sind? Oh, hier was zum Essen. Vielleicht hätte ich das nicht essen sollen, oder? Ich weiß nicht, sieht ziemlich ranzig aus. Hast du Medkits? Ja, ich nehme sie alle mit. Okay. Oh, warte mal, hier sind noch Computerteile. Nehme auf jeden Fall Uhren mit. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Wie viele Uhren? Warte, man kann irgendwas craften. Achso, man kann was Neues craften, aber nur um Steine und mehr Steine und Sticks zu holen. Moment. Ich finde, wir sollten, wenn wir hier sind, die Uhren verwenden und direkt hier ein paar. Direkt Bomben? Ja. Ich meine, wenn wir hier so viele Uhren haben, aber jetzt habe ich keinen Alkohol. Zum ersten Mal habe ich. Oh, ich habe auch keinen Alkohol mehr. Oh mein Gott. Wie viele Bomben können wir denn machen? Einmal Boost habe ich. Okay, 3 Stück. Jetzt kann ich hier wieder Uhren mitnehmen. Oh, was machen wir mit dem ganzen Geld? Oh! Au! Fuck! Quantum! Was denn? Quantum! Was Quantum, ist? Quantum! Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Ich hab'n Katana. Ich hab'n fucking Katana. Bin ich jetzt cool oder bin ich jetzt cool? What the fuck? Hier drüben lag das bei dem Typen. Ich hab doch gesagt, das sind Asiaten. Speed, yeah, blockt nix. Ich hab auch eines. Sind wir geile Typen oder sind Holy shit. Jetzt nehme ich noch ganz viel Bargeld mit. Ich mach die Taschen voll. Also Geld kann man viel tragen. Wir sind Ninjas. Oh, hier könnte man sogar... Oh, nicht schlecht. Ich habe 87 $100-Scheine. 87 Stück. Ich habe 90. Wir sind reich. Wir können uns alles kaufen auf dieser Welt. Auf dieser Insel. Ich kann auch immer keine Uhren aufheben. What? Naja, weil wir voll sind. Ja, ich habe hier 3 Stück. 3 Stück ist Maximum. Tja, ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Fürs Katana, ja. Boah, ist das widerlich. Siehst du das? Sieh noch das ist ein Dickdarm. Hier drüben. Yee. Ist abartig. Irgendwie stehen die total auf Darm. Wir haben das Schwert. Und die Leute haben geschrieben, wir finden's nie. Oh, wir sind die Besten auf der Welt. Haben die sich getäuscht? Die haben die Rechnung ohne uns gemacht. Hier drüben sind noch jede Menge Sodas. Ich trinke direkt mal 2. Ja. Wie im echten Leben. Ich ernähre mich auch nur von Cola und Snickers. Weil ich keine Mama habe, die mir irgendwas kocht. Oh, oh! Was ist passiert? Oh, ho, 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 Quantum. Mehr Schätze? Jetzt eine Bazooka? La, 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 la. Taschenlampe. Oh. Die ist hier drüben. Oh, yes. Wie kannst du beide in der Hand haben? Oh. Du musst auswählen. Wo sind die? In meinem Rucksack. Der ist alles voll. Ich der Rucksack ist wirklich total voll jetzt bei mir. Ah, hier. Ah, hier. Aber die geht wahrscheinlich ziemlich schnell leer. Die ist ziemlich bau, oder? Mm. Und was ist Feuerzeug mehr Licht, oder? Irgendwie schon. Feuerzeug, wo bist du jetzt? Wie kann ich dich wieder ausrüsten? Ah, hier drüben. Also noch mehr Sodas. Jesus Christ. Ja, ich bin auch voll. Trink und iss und dann... Dann geht's weiter. Hier ist noch einmal Booze. Hab ich schon mitgenommen. Kann ich noch eine Bombe? Einmal Booze. Okay, ich glaube, wir müssen dann wieder hier zurück. Ich glaube, hier sind wir wirklich durch. Hier gibt's gar nichts mehr. Aber es ging ja noch weiter nach unten. Warte, ich hol mir noch eine Uhr.
die ich gerade verbaut habe. So, perfekt. Wir sind die besten Spieler aller Zeiten. Sind wir hier in einem Batteriestatus? Denn wir können uns Klingen kreuzen. 92%. Ein Schwertkampf im Tunnel. Wo bist du hin? Einfach wieder zurück. Einfach wieder zurück. Ah, hier geht's nichts weiter. Hm. Nee, hier ist Ende. Aber Gott sei Dank, ich meine, wir haben Katana. Gott sei Dank sind wir da unten hin. Stell dir mal vor, wir wären nicht da unten hin, wie die Leute durchgedreht werden. Oh mein Gott. Ihr Spasten und Hurensöhne. Ich habe das Katana direkt gefunden und ihr... Ich bin gespawnt und es war vor mir. Ich bin gespawnt mit dem Katana in der Hand. Ich hasse euch so sehr, ihr zwei. Oh, da war noch auf der Seite hier, ging es noch runter, oder? Ja. Irgendwann wenn wir hier mal zum großen Schrein des Dödels gehen. Und hier, wo das Ding ist, das Seil? Der heilige Schlongus. Hier ja, unten ist noch was. Hin. Oh fuck, hier drüben ist ein Typ. Phantom, hier ist ein Typ. Katana Time? Wir kaufen nix. Oh, Katana Time. Show me what you got. Wow. Der macht mich fertig. Okay. Nö, hier, zack, schon erledigt. Schnetzel. Das Ding ist ja mega nice, wie schnell das ist. Aber kaputt gehen kann es nicht, oder? Durch, oh, das wär fies. Das wäre kein gutes so Material. Runter. Muss da gar nicht klettern. Was ist das hier? Ein Kopf. Und hier geht's wieder hoch. Aber wir haben lange noch nicht alles entdeckt. Denn es gibt ja auch so einen Stahlbunker und alles noch. Warte, ich habe was gefunden. Achso, eine Zeichnung? Ne, was ist das? Was ist das? Was ist das da? What the fuck, was ist das? Spielzeug? Ich kann es nicht erkennen. Sieht aus wie der Torso von Master Chief. Okay, hier sind auch Buntstifte und alles. Timmy? Ich hab gesagt, du sollst nicht spielen. In fremden Höhlen. Du darfst nur in Papas Höhle spielen. Quantum, du bist echt krank. Hallo? Das ist dein Sohn. Aber hier geht's doch wieder nach oben und zwar raus, oder? Ich sehe da hinten... Wir waren eh erfolgreich. Ja, aber wo ist denn hier die Stahlbunkerwand und alles? Was? Es gibt so eine Art Bunker da unten. Denn wie es scheint, entstehen die Mutanten ja nicht auf natürliche Art und Weise, sondern die werden produziert. Ja, es gibt ja... War das jetzt eine Höhle oder sind die alle miteinander verbunden? Also... Es gibt mehrere Höhlen, ne? Es gibt auf jeden Fall mehrere Höhleneingänge, aber es gibt ja so eine Höhlenkarte. Es gibt einmal eine Karte von der gesamten Fläche, also oben, und einmal eine von unten. Und irgendwie sind die doch alle miteinander vernetzt. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, hier war auch noch ein Eingang in der Höhle. Mhm. Wir sind direkt da beim Flugzeug. Oh, das haben wir... Oh. Es gibt ja noch eine bessere Axt und es gibt noch eine Steinaxt. Also es gibt noch einiges, wo wir erkunden können. Wir haben jetzt richtig viel Medizin. Ja, hier, Broken Toy ist sogar im Inventar drin. Aber ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Ich habe es hier in der Hand. Broken Toy. Broken Toy. Ich weiß nicht. Und es gibt ja noch dieses kranke Vagina-Monster. Das er aufgebaut ich dachte, das war das? Spinne. Nee, das war dieser Penis-Tentakelmann. Ach so, ja natürlich, dann gibt's noch das Gegenstück. Genau, ne? Dieses kranke Vagina-Monster. Und es gibt sogar noch was Neues, und zwar so ein Fettsack. So ein deformierter Fettsack. Holy shit! Was ist das? Der stürmt gerade hier. Hagel bei mir? Ja. Jan wie Hagel. What the fuck? Oh mein... Die Welt geht unter. Oh mein Gott, das Feeling brauche ich jetzt nicht. Das ist voll unheimlich gerade. Das perfekte Feeling für The Forest. Komm mal mit. Flare. Gespawnt. Ah, sehr gut. Eine Flare, ne? Und nimm mal das Magazin hier. Ja. Das bist du. Ah! TV-Star Wife Dies. Oh mein Gott, ich war ein Star. Und da ist dein Junge, dein Zurückgebliebener. Das ist nicht meiner.
Das ist deiner, steht da. Du bist mit deinem Sohn in die Wälder geflohen, um... Nee. Das war nur für den Auftritt. Deine Seele zu reinigen. Das ist nur PR. Was bedeuten soll. War nur PR. In die Wälder geflohen, um seine Seele zu reinigen. Das klingt so verkehrt. So verkehrt. Ja, da ist jemand. Und jetzt kommt auch noch der Krankenwagen. Der ist gerade Armageddon, ha? Der lebt noch? Da steckt einer mitten im Stein. Wow! Wow! Okay. Guck mal, okay, hier Katana. Naja, der hat mich. Guck mal, hier kannst du ihn erwischt. Schön zerstöckeln. Das Katana ist doch ein Traum. Oh. Der Händemann. Ja. Wo ist er denn hin? Hier drüben. Handyman. Setz ihn weg. Der hat mich aber ganz schön verletzt. Ich hätte gerne seine Rüstung. Oh, da ist hier noch jemand. What? Holy shit, was ist hier los? Dass die keinen Respekt vor uns haben. Ja, ey, die sehen das Katana und alles, aber sind Wurst, oder was? Hörst du das? Wer stöhnt hier so? Bin ich das? Ich höre kein Stöhnen. Okay, dann war ich das eben. Warum stöhnst du? Das heftige, dreckige Stöhnen. Ich war erregt von all dem Blut auf deinem muskulösen Körper. Verstehe. Mein kleiner Conan. Was gibt es Besseres, sich zu freuen am Geschrei der Weiber? Genau, was gibt es Besseres, oder? Ich meine, das ist eine Wahrheit. Nimm noch ein paar Pflanzen mit. Oh, der Garten. Glaubst du, der Garten hat jetzt Pflanzen? Früchte? I hope so. Wir sind doch eigentlich ganz in der Nähe. Soweit kann es gar nicht mehr bis nach Hause sein. Was immer noch fehlt, der Waschbär. Der fehlt mir immer noch. Licht. Achso, jetzt habe ich die Taschenlampe immer. Okay. Ja. Ich will nach Hause und mit dir in mein Baumhaus. Was machst du da? Isst du wieder von irgendwelchen Gebüschdingern? Genau, aber die blauen sind ungiftig, deswegen esse ich sie. Du machst mir alles nach, ne? Mein Gott. Die Welt geht unter. Die Welt geht unter und ihr seid live dabei. Oh mein Gott. Ich verhöre gar nichts mehr im Spiel. Also man hört auch deinen Hagel extrem. Was soll ich machen? Stell es ab, Quantum. Bin ich Gott? Ich dachte ja. Es tut mir leid. Wie kann ich hier eigentlich eine Brücke bauen? Ich habe gelogen immer. Ich würde gerne eine Brücke bauen von einem Baumhaus zum anderen Baumhaus. Weil ich denke, das wäre extrem cool. Aber wie kann ich das machen, Quantum? Du bist doch so informiert über alles. Gib mir mal einen Tipp als The Forest Experte. Da muss ich erst mal überlegen. Kann ich einen Vogel in der Luft abschnetzeln mit dem Katana? Probier's. Das ist viel wichtiger im Moment. Tob dich aus. Ich treffe ihn nicht. Man könnte hier auf jeden Fall eine Plattform hinsetzen, aber das wäre dann halt eine richtige Plattform. Machen wir hier ein bisschen Licht. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Ich brauche unbedingt... Du brauchst doch Licht zum Arbeiten. Arbeitslicht? Das ist der korrekte Ausdruck. Und ich glaube, wir müssen... die Mauer noch größer machen. Ja, die springen drüber, das haben wir ja festgestellt. Was wollen wir machen? Wollen wir noch mehr Stein oder... Warte mal, es gibt was Neues, ne? Was Neues? Was ja, wo du mehr Stöcke und Steine tragen kannst, so einen Sack oder so irgendwas. Mit dem neuen mit dem Update oder was? Ja. Ich dachte, das ist neu. Ich nur auf den Shelter. Nee. Auf den Schlitten kann man das doch irgendwie drauf machen, dachte ich. Ich habe keine Ahnung, wo das noch drinnen ist. Guck mal, hier kann ich anfangen, was zu bauen. Also hier greift es. Aber auch nur hier oder hier. Das sind Fallen. Ich verstehe das mit der Brücke nicht. Ich verstehe es echt nicht. Nein, ich glaube, man kann Steine wirklich auf den Schlitten legen. Ich meine, das mal ausprobiert. Nee. Katana zählt offiziell als Stock. Wo sehe ich denn das?
Naja, wir könnten hier Holz machen, aber ich glaube, Holz ist nicht besonders stabil. Weißt du, was ich auch machen werde? Ich werde mir hier noch so einen Gefechtsturm bauen. Den baue ich mir hier drüben in die Ecke hin. Ja, genau, das ist jetzt mein nächster Plan. Ich baue so eine richtige Burg. Okay, okay. Ich baue mir jetzt hier noch so einen Turm. Oh, was ist das hier? Ein Katapult? Nice. Nice. Ich hätte gerne einen Katapult. Kannst du das machen für mich? Katapult. Ein Katapult! Wir könnten Häschen in den Korb machen vom Katapult und damit die Eingeborenen bombardieren im anderen Lager. Oh, mit so kleinen Köpfen. Mit kleinen Köpfen. Oh mein Gott. Also das ist wunderschön. Wir könnten. Quantum, komm mal her. Warte, ich suche gerade dieses Ding. Ich bin aber gerade bekloppt. Unser Scheiterhaufen. Wo ist unser Scheiterhaufen? Wie ist der weg? Ja. Oh mein Gott. Ist weg. Hat irgendjemand zerstört? Irgendjemand hat unseren Scheiterhaufen zerstört. Ich glaube, der ist einfach nur weggepackt, glitscht. Vielleicht ist er einfach komplett verbrannt. Kann sowas sein? Hm. Wow, hier drüben haben wir ganz viele Beeren. Wir könnten das gehen. Clove, Molotov, Upgraded Spear. Ah ja, Stickback. Stickback steht jetzt hier. Wie, Moment, den muss man bauen im Inventar. Moment. Stickback, aber was noch? Was passt denn noch dazu? Moment, ich will auch was bauen. Nein. Stickback. Lappen und Fell anscheinend. Brauchen Fell. Wir brauchen Kaninchenfell, ja. Wo siehst du, dass man das braucht? Einfach hinlegen und gucken, ob es funktioniert. Ich gehe auf die Jagd. Du brennst? Ah, verdammt, warum brennt ich? Was machst du denn? Warte, kommt ein Vögelchen. Oh. Piep, piep. Bist du? Was denn? Das war mein Lieblingsvogel. Ich war eifersüchtig. Mein Gott. Nur weil mich eine andere Kreatur berührt, flippst du aus? Das will ich nicht. Du bist meine Schlampe. Was? Du, ich bin nicht so eine. Niemand toucht mein Mädchen an. Ich bin nicht so eine. Hallo? Das ist krank. Explosiv. Ich gehe jetzt auf die Jagd, Vibe. Ich muss was essen. Dann muss ich mich hinsetzen und Ausdauer regenerieren. Wir brauchen Häschen. Glaub mir, Häschen sind der Shit. Und ein Waschbär. Hilf mir doch mal, einen Waschbär zu jagen. Jetzt esse ich. Mach dich doch einmal nützlich. So wie du mit mir redest. Ich habe mein Schatz nicht klar gemacht. Ich habe einfach nur klar gemacht, dass du an meiner Seite bist und da auch hingehörst. Lass mich mal hier kurz regenerieren. Ah, mal hinsetzen nach dem Höhlenausflug. Ah, war das anstrengend. Was für ein Leben. Wenn wir hier jemals wieder rauskommen. Wahrscheinlich nicht, nein. Au, au, au. Was? Nie mehr. Was ist das hier? Was habe ich hier gebaut? Was ist das? Oh, Wahnsinn. Cool. Ich habe eine Bärentasche. Das ist cool, oder? Ja. Da kann ich jetzt so einen kleinen Bärenvorrat machen. Dann hüpfe ich durch den Wald und singe Gummibären. Hüpfen hier und dort und überall. Gib mir ein E. Wo gibt's denn hier ein paar nette Beeren, die ich in meine coole Bärentasche packen kann? Tree Bridge. Das geht echt nirgends. Warum nicht? Nein, das geht nirgendwo. Und ich würde voll gerne das Ganze so ein bisschen miteinander verbinden. Irgendwas scheint hier falsch zu laufen im System. Also wenn du mich wirklich ganz doll lieb hast, dann bau mir eine Brücke. Ja, ist alles rot. Der will nirgendwo. Ich weiß gar nicht, wo man da hier anfangen soll. Aber ich dachte, es würde gehen. Von Baumhaus zu Baumhaus kann man die Brücke ziehen. Muss man vorher... Es ist. Du meinst, man darf es nicht fertig bauen? Muss vorher alles irgendwie so auslegen? Ich kann es ja auch nirgends irgendwie ansetzen. Doch, bei der Hütte vorne. Also bei unserer großen Hütte kann man es. Wie, da kannst du es, oder? Da kann man es zumindest mal dran sticken. Ja, aber nur im Boden hin, oder was? Ja, schon irgendwie komisch, oder? Hä? Im Boden? Aber ich glaube, da kann man es auch so ganz merkwürdig hochziehen. Einen Augenblick, gleich wieder hier. Oh, die Welt geht wieder unter, Leute. Tja, hört ihr das?
Jetzt spaziert er gerade durch seine große Villa. Ganz schlimm. Der Mann hat Geld ohne Ende. Ihr würdet von Neid umfallen. Jetzt wieder still sein. Ah, du bist wieder da, gut. Ja, alles da. Ich habe ein bisschen über dich hergezogen. Ja, das ist nichts Neues. Ja, ich wollte es nur nochmal verdeutlichen. Als wenn das irgendeine Überraschung wäre. What the fuck? Angriff der Killer, Krokodile und Eidechse. Ich verstehe das nicht. Was ist? Hast du schon mal angesnappt hier am... Wahnsinn, wie schnell ich eben gerade das Krokodil hier fertig gemacht habe. Das hättest du sehen müssen. Okay, das wird wohl nix. Das war jetzt ein alpine Treehouse, ne? Ja. Was haben wir... Was ist hier noch... Was ist das für ein komischer Place? Vielleicht geht es nicht vom Baumhaus, sondern von diesem Tree-Plattform. Denkst du, man muss so ein Bindestück bauen? I have no idea. Kann man das hier irgendwo... Du kannst es gerne ausprobieren. Wir haben noch Holz draußen. Hier ist alles rot. Ah ne, hier ist irgendwo... Ich mach mir gerade die beste Rüstung aller Zeiten. Ach, aber hier snappt es wieder nicht an? Okay, das ist... Das ist doch einfach nur auch nur ein Ding. Buzi, 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 Buzi. Ich bin der große Katana-Jäger. Ich fühle mich wie so ein Japaner. Oh, much honor. Nintendo. Arikura Korai. Tamagotchi. Oh, aber das ist ja nur so eine Plattform. Ja gut, da könnte man irgendwas hochstellen. Ein Verteidigungssystem. Also, the turret. Zum Beispiel? What the fuck? Ich habe eben ein Häschen getötet und aus dem Häschen ist ein anderes Häschen rausgesprungen. Wow. Du hast ein schwangeres Häschen getötet? Anscheinend ja. Es war eine Blitzentbindung. Ich habe gesehen, das Tier leidet. Da muss man direkt reagieren. Was war das? Alles wird gut. Oh mein Gott, Quantum. Sexy Frauen. Sie jagen mich. Nehmen Sie dir. Wollen meinen süßen, zarten... Ich bin nicht eifersüchtig. Du kannst die alle haben. Quantum, sie jagen mich. Du kannst die haben. Ich merke keinen, doch, wie grün du bist vor Neid. Es gibt keinen Grund, warum mich das in irgendeiner Weise stören sollte. Sie wollen mich anfassen, Quantum. Ihr wundert sie mich. Sie wollen mich streicheln und massieren. Das wundert mich natürlich. Aber ich sie werden schon draufkommen, dass das jetzt nicht so... Nein, geh weg! Ich mach hier Arbeit! Hier ist er! Der Filmschauspieler. Ja, genau, der mit dem Sohn. Das war nur eine PR-Aktion, geh weg. Nimm den Schauspieler, er hat Geld. Ach, jetzt geht sie wirklich auf mich. Ja. Geld? Eine Frau, die hier hört, er hat Geld? Klar geht sie auf dich. Ich bin arm. Ich bin nur sein Diener. Die Gold-Digging-Horse hier wieder. Ich bin nur der Typ, der Essen besorgt, damit der Clan überleben kann. Ah, dann legen wir mal los. Niedere Arbeiten für eine so edle Kreatur, wie ich es bin. Du musst halt wieder einen schlechten Tag gehabt haben, oder? Wieso einen schlechten Tag? Ja, weil du dich hier so... Nein! Wieder rühmst ich selber. Rühm. Erinner dich mal zurück an die letzten 10 Minuten, wie ich heldenhaft mich vor die Mutanten gestellt habe und habe gesagt... Hey, du hast die ganzen Weiber zu mir Meine Güte, jetzt kann ich mich hier mit denen beschäftigen. Und, ja, genau. Und hier, nimm die Frau. Was brauchst du da oben? Ja, das ist das andere Ding halt. Und du denkst, es funktioniert? Ich habe keine Ahnung, man kann sie mal bauen. Und dann kann man hier oben eine Turret draufstellen. Eine Turret? Ja. Du verwechselst das schon wieder mit dem Dino-Spiel. Ach ja, die Leute wollen übrigens nicht, dass wir das Dino-Spiel weiterspielen, denn die 10.000 Likes sind nicht zustande gekommen. Ah, oh, okay, ja gut. Wir haben es versucht, oder? War ein klares Statement dann. Gut. Das war ein klares Statement, sie haben gesagt, kein Arc. Und du hättest es bei 10.000 weitergespielt, tatsächlich? Ja, hätte ich gemacht, klar. Ja, aber dann hat der nächste Arc-Part 1000 Likes. Und dann? Hat er nicht. Du verkaufst dich für Likes? Oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh. Wow. Was hab ich denn da Cooles? Was hab ich denn da Cooles? Ich hab'n Stickbag. Ich kann Sticks sammeln. Ey, das ist cool. Oder? Und dann gibt's einen eigenen Rockbag, oder was? Ja, Steine auch, angeblich kannst du mehr sammeln. Ja. So, das Ding ist hier fertig. Das ich hab's auch gehört, auf den Schlitten kann man Steine legen. Probier das mal aus. Ach, das ist fertig. Guck mal hier, Bambi im Wasser drin. Will sich ertränken, hat keine Lust mehr. So, und wozu ist das jetzt genau gut? Man könnte auch... Tree Bridge. Oh, der snappt an hier. Echt? Funktioniert? Der snappt hier oben an. Aber wohin soll das dann gehen? Naja, vielleicht zu dem anderen Baum da drüben hin und dann von dem Baum zum Baumhaus. Guck mal, von hier aus könnte man jetzt auch noch so ein... Ja, aber was macht man jetzt? Wo ist das? Ein Sprungbrett. Hätten wir unseren eigenen Pool. Wasser? Wäre geil, oder? Aber das jetzt? Wie soll ich das... Ach so, und dann zieht man das hier... Ja, aber jetzt ist es wieder rot. Ja, wir müssen es aber zum anderen Baum machen. Oder es muss irgendwie so Mittelstücke geben. Aber jetzt ist es wieder rot. Warte mal. Es snappt hier warte an. Warte mal. Und dann ist es... What the fuck? Und dann ist es rot. Jetzt von der anderen Seite. Warum... Was ist los mit mir? Hallo? Hä? Was jetzt? Was ist los? Wo bist du? Ich hatte keine Ansicht mehr. What the fuck? Komisch. Ich bin schon wieder hungrig, also von Bäume fällen. Warte mal. Ja, ja, von der harten Arbeit, ne? Ja. War ja auch brutal. Absolut. Bin so fleißig. Kann man jetzt hier oben... Hä? Wo will er die denn hinbauen? Jetzt müsste zum anderen Baum hier rüber. Vielleicht braucht er zuerst dann hier auch eine Verbindung. Aber das ergibt doch... Warte Wir mal. Haben noch einen Baum hier. Müsste man das hier hin... Wir haben noch einen Baum hier, ja. Also bräuchten wir noch so ein Plattform. Warte, ich drehe das hier rüber. So, siehst du das? Siehst du das Weiße? Ja. Aber da kann ich jetzt nichts ran connecten. Muss es jetzt gebaut werden, ha? Anscheinend, ja. Vielleicht, also das wäre jetzt noch die einzige... Moment, also hier kann ich was hinsetzen, aber warum wird es denn rot? Es wird schon wieder rot. Du, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich will eh einen Katapult. Also ich bin dafür, dass wir uns einen Katapult machen. Hm. Sind halt die ganzen Äste weg dann und so. Es wird ziemlich kahl, wenn wir hier auch noch ein Ding bauen. Oh, mein Essen. Oh. Ey, warte mal. Hab ich noch Seil? Hast du noch Seil? Ich hab gerade eins verbraucht hier. Vielleicht habe ich noch eins. Wo, was willst du? Ich will gucken. Snappen die jetzt endlich mal? Kann man die jetzt endlich mal platzieren? Ich wollte schon immer hier so einen leuchtenden Schädel in unsere Behausung machen. Aber die gehen einfach nicht. Geht es dann nur hier unterm Baumhaus? Wäre auch irgendwie ein bisschen traurig. Selbst hier geht's nicht. Wo kann man die denn platzieren, bitteschön? Geht nicht. Nein. Der will die nicht bauen. Die sind bei mir einfach weiß. Weil ich wollte hier so Hängeschädel überall hinsetzen. Aber das will er nicht. Du willst schon wieder Köpfe aufhängen. Warum denn nicht? Ja, Statements. Nein. Klare Statements. Guck mal hier, ein Wallplanter. Das ist ein Wallplanter. Hallo? Kann man da Pflanzen reinmachen? Das wäre irgendwie niedlich. Wenn man hier so einen Blumenkasten hätte. Niedlich, während die ganzen Köpfe dort sind. Ja, oder? Du bist sehr seltsam. Das hat sowas von deutschem Vorgarten. Ich glaube, ich mache einen hier so unter das Fenster. Geht das hier hin? Ich probiere es mal. 25 Sticks? Ist ja der Wahnsinn. Hm? Ja, so ein Blumenkasten, 25 Sticks. Ist das überhaupt ein Blumenkasten? Ich weiß es nicht. Lass dich überraschen.
Bist du am Holzfällen? Wir müssen unbedingt einstellen, dass die Bäume nachwachsen. Die Gegend wird langsam immer trister und trauriger. Ja. Aber ich wollte das andere Ding noch hinbauen. Ich brauche jetzt erstmal hier 15 Sticks. Wie viel kann ich denn jetzt tragen? Das kann ich jetzt mal rausfinden. 10 habe ich jetzt dabei. Wie viel konnte man denn davor tragen? Das weiß ich nicht mehr bei Sticks. Jetzt habe ich 12. Ja, das Katana ist wirklich so ein Allzweckwerkzeug. Kann man mit dem Katana auch Bäume fällen? Das habe ich noch nicht probiert. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es nicht geht. Das wäre strange. Nein, du kannst keine Bäume fällen mit dem Katana. Katana. Buh! 14 Stück habe ich jetzt, 14 Sticks. Ja, es sind sicher definitiv mehr, sagt man. 16. ...18... Baum fällt! Oh, meine Ausdauer leidet! Das war ein harter Trip heute. Ist die Folge nicht auch schon wieder längst vorbei? Wir sind bei... Oh mein Gott, schon wieder 35... Was ist denn? Warum sterbe ich? Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich meine, warum die Folgen immer so lang gehen. Ich hab die Leute beschweren sich immer, wir sollen die Folgen kürzer machen. Weil man hier so beschäftigt ist. Ja, irgendwie dieses Spiel macht auf eine gewisse Art und Weise ganz schön süchtig. Hier will man noch was fällen, dort noch schnell was, und das dauert aber ewig in Wahrheit. Ja, das ist wirklich ein Blumenkasten, was ich hier gebaut habe. Oh, das ist süß. Süß, oder? Das ist echt putzig. Du siehst es doch gar nicht. Ich kann es mir vorstellen, ich habe eine Fantasie. Bah, nein! Alles, was du machst, ist putzig. Das stimmt. Da hast du endlich mal was Schönes gesagt. Ich war und schön. Was Schönes. Naja. Ja, was machen wir denn jetzt hier auf die Steinwand? Wollen wir dann Sticks machen? Ob die Sticks es aber bringen, ist die Frage. Die sind ja wahrscheinlich noch sensibler als Stein. Ja. Wollen wir sie springen drüber, machen das einfach nur kaputt. Oh Gott, sie kommen schon wieder. Ich habe keine Zeit für sowas. Au! What the fuck? Oh mein Gott! What the fuck? 3 Leute, Hilfe! Lasst mein... What the fuck? Die haben den Schlitten weggeworfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die haben den voll weggeschleudert, hast du es gerade gesehen? Nee, die haben mich gerade gebasht. Die haben ihn umgeschmissen. Ja. What the fuck? Okay, jetzt geht's wieder. Du bist ziemlich stark. Mit einer Hand hast du ihn eben gerade hochgehoben. Was denkst du? Kannst du die anderen Baumstämme mitbringen? Okay, ganz lieb. Hier drüben liegt eine tote Frau und die müffelt ein bisschen. Was soll ich mit der machen? Was du immer mit denen machst. Baden, Nägel frisch machen, Haare schneiden und lieben. Und den Keller sperren und eine Perücke aufsetzen, ja. Also das Dead by Daylight Programm. Psychoprogramm. Das Quantum Pro Spezial. Hast du das gerade gehört? Permanent was essen, was denn? Die haben neue Schreie drauf. So ein Sounds Update. Anscheinend ja, ich habe sowas noch nie gehört. Was geil wäre, wenn es jetzt noch so Kriegstrommeln hätten. So dom, 4 Stück noch. Dom. Das wäre nicht schlecht, ja. Zwei Stück noch. Hast du noch 2? Fuck, da war nur noch einer drin. Irgendwo muss ich auch noch was am Boden legen. Ding ist noch einer. Im Cage. Im Cage? Ja. Nein. Fertig. So. Jetzt ist noch einmal die Chance, das zu probieren mit dem Ding, oder? Das wird nie was. Tree Bridge. Okay, boom. Und jetzt tut sich absolut gar nichts. Du wirst scheitern. Ich verstehe das nicht. Ich schaue mir gleich ein Tutorial an. Oh, geht das nur von einer bestimmten Seite, oder was? Wahrscheinlich nicht da, wo das Seil ist. Wäre logisch. Na, dort, wo das Seil ist, ja, natürlich. Aber es snappt hier an. Was muss man denn dann drücken? Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht so gut. Warum singen wir heute so viel? Linke Maustaste. Und jetzt? Zieht man das? Nee. Man muss es normalerweise ziehen. Weil das nicht genau parallel ist? Nun gut. Deswegen das Spiel das nicht versteht.
4000 Likes allein für das Katana haben wir die verdient, oder? Absolut, also das war wirklich. Also die Katana-Aktion war Katana. Legendär. Beste, wie man auf YouTube sagt. Katana Beste. Hashtag Katana Beste. Tja, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Fühlt euch gedrückt. Danke für den Support. Schaut bei Quantum vorbei. Dort gibt's Kekse, Milch und auch Tee. Für denjenigen, der lieber Tee haben möchte. Habe ich ein Buffet oder was? Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.